Bin echt von der Heißluftfritteuse überzeugt. Haben letztens Berner Würstel mit Pommes gemacht und diese waren auch echt super knusprig. Und alles ohne Fett. Für mich eine klare Empfehlung. Also so leckere Pommes habe ich lang nicht gegessen. Knusprig und fettfrei. Auch Pizza und Kroketten sind lecker. Schnitzel und Chicken Wings sind etwas trocken, aber völlig okay. Da das Gerät aber mit Heißluft arbeitet, ähnlich wie ein Backofen, und nicht mit Öl, fallen Sachen aus, bei denen es von der Zubereitung her Bedingung ist, dass heißes Öl die Poren verschließt. Z.B. Frittierte Ananas, diese wird außen furchtbar trocken, selbst nicht probiert, wurde mir nur berichtet. Das Gerät hat einen etwa handgroßen Korb, siehe Foto, dieser ist rausnehmbar aus dem Fettaufangbehälter, siehe Foto, beides ist antihaft beschichtet und lässt sich flink mit Wasser und Lappen rein. Es soll auch Geschirrspüler geeignet sein, das habe ich aber nicht probiert. Also ich habe durch Freund von solchen Geräten erfahren. Da ich mit der Mikrowelle nicht alles machen kann, passte diese Heißluftfritteuse genau in mein Beuteschema. Wenn ich mich für neue Dinge interessiere, bin ich meistens sofort auf Amazon, um danach zu schauen und mich zu informieren. Zeitgleich hole ich mir dann über in Frage kommende Geräte auch noch Testberichte ein. Nach langen Überlegungen fiel meine Auswahl auf die Princess XL und ich bereue es keine Sekunde. Design, Ausstattung und Volumen waren perfekt. Geliefert wurde wie immer bei Amazon sehr zügig und gut verpackt. Nun habe ich sie schon seit einiger Zeit in Gebrauch und bin absolut zufrieden. Sie musste Pommes, Haxen, Currywürste, Leberkäse und diverse Kartoffelprodukte zubereiten und sie macht es hervorragend. Der Einschub lässt sich klasse sauber machen, sie ist leise, die Digitalanzeige top und die Programmierung kinderleicht. Bisher ist es zu keiner Verschmutzung des eigentlichen Gerätes gekommen. Die Heizspirale ist genauso sauber wie am ersten Tag. Also von mir also eine absolute Kaufempfehlung. Die Heißluftfritteuse sieht nicht nur gut aus, sie funktioniert auch sehr gut. Weil sie nicht zu groß ist, passt sie auch wunderbar in meine kleine Küche. Vor der Benutzung habe ich sie nach Anweisung gereinigt und danach über Nacht und den ganzen Tag lüften lassen. Denn, als ich die Verpackung entfernt habe, kam so ein unangenehmer Geruch nach Plastik. Jetzt ist das auch weg und ich bin sehr neugierig auf das Ergebnis nach dem Frittieren. Meine Bewertung schreibe ich, nachdem ich das erste Mal die Fritteuse benutzt habe. Das erste, was ich wissen wollte, wie werden meine Pommes, aus Kohlrabi und aus Kürbis, schmecken und aussehen. Und, ich bin sehr zufrieden. Von jetzt an werde ich nie mehr auswärts Pommes essen. Klicken Sie auf Link in Beschreibung, um weitere Bewertungen zu erhalten. Let's go.